Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law Episode 117. Nerds of Law Origins Episode 1 mit Michael Lanzinger. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur heutigen Folge des Nerds of Law Podcast. Heute sind wir wieder ganz alleine. Stell dir vor. Ja, warum dieses? Das liegt daran, dass wir beide immer wieder gefragt werden, was so unser Hintergrund ist, woher wir kommen, inhaltlich, geschäftsmäßig, juristisch, technisch. Und wir uns einfach gedacht haben, ich glaube, nach so vielen Jahren, wo wir doch immer zwischen den Zeilen einiges über uns gelernt haben, wird es Zeit, wie bei allen guten Superhelden, für Origin Stories, oder? Nerds of Law, Origins, Jins, Jins, Jins. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Intro da jetzt unbedingt von dir da übernehmen will, aber wie sich's halt so gehört, wenn heute bist du dran und du der Gast bist, warum ich dich dazu angeschleppt habe, und ich habe dich dazu angeschleppt, weil, naja, du der andere, die andere Hälfte des Podcasts bist, aber kennengelernt haben uns eigentlich, so wie sich's gehört, für moderne Millennials, über Facebook, über die Lawbusters. Das stimmt, ja. Also, warte mal ganz kurz. Danke, dass ich in diesem Podcast sein darf. Jetzt bedankst dich, das war nicht immer so. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Warum, das erfahrt ihr bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, tatsächlich, wir haben uns über Facebook eigentlich kennengelernt, glaube ich. Ja, es war Facebook. War Facebook. Und zwar ganz konkret, bin ja unter anderem auch bei die Lawbusters, und irgendwann einmal kriege ich eine E-Mail, wir sind ja Millennials, wie du gesagt hast, ich glaube eine Nachricht, Facebook-Messenger-Nachricht war es wahrscheinlich, wo im Prinzip drinnen gestanden ist, hey cool, was ihr macht, kann man da irgendwie mitmachen? Und das war von einer Konzipientin namens Katharina Bisset. Nein, ich frage, ob ich mir von einem Konzi sucht. Das war, glaube ich, die zweite Frage. Das erste, ja, erste war voll subtil. War voll subtil, ja, stimmt, Konzi. Und ich habe dann mir irgendwie gedacht, das klingt sympathisch, was die Dame da schreibt, und habe dann, glaube ich, einfach angerufen oder so. Ja, wir haben dann 3 Stunden lang voll getextet. Wir haben uns, glaube ich, beide voll getextet. Wir waren innerhalb kürzester Zeit per Du und haben dann quasi unsere erste Podcast-Folge, könnte man wahrscheinlich sagen, gemacht. Ja. Nur haben wir es halt nicht aufgenommen. Ja. Genau, und haben dann 3 Stunden lang geredet in Wirklichkeit und haben uns auf Anhieb eigentlich gut verstanden, wenn wir gemeinsame Interessen haben. Genau. Aber wir greifen ja jetzt schon fast ein bisschen vor. Wir wollen ja viel, viel früher bei dir beginnen. Und ja, sozusagen, was danach passiert ist, ist ja Akten- und Podcast-kundig. Mhm, das gefällt mir ja. Aber jetzt ist natürlich viel, viel interessanter, wie man überhaupt zu dem wird, dass man wie man zu dem wird, das gefällt mir ja. Wie man zu dem wird, was du heute bist oder was du warst, wie ich dich gefunden habe. Gefunden im Internet, irgendwo in einer Ecke, das gefällt mir ja. So. Ja, für Heim, für ziellose, nerdige Juristen. Heim für ziellose, das sollte man mal, das wird unser Altersprojekt einmal, wenn wir viel Geld haben, dann werden wir sowas gründen wahrscheinlich. Also, Altersheim für nerdige Juristen, ja. Es ist gar spezifisch, aber ich glaube, da werden wir genug kennen bis dahin, weil dann werden wir ja die ganzen Millennials in Pension gehen einmal. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, die erste Frage oder das, was man immer wieder gefragt wird oder was wir mit vielen nach unseren Gästen besprechen, ist, wie du überhaupt zur Juristerei gekommen bist. Aber gleichzeitig muss ich auch fragen, wie du zu den nerdigen Themen gekommen bist. Da muss ich jetzt etwas ausholen. Ja, bitte. Ich entschuldige mich gleich im Vorhinein dafür. Das ist okay, deswegen müssen wir die Stunden füllen.
Stimmt auch wieder, ja. Weil viel Neues kann ich jetzt auch nicht erzählen, meinst du, gell? Nur alt, das gefällt mir ja. Nein, das passt, ist sowas in Ordnung so. Aber grundsätzlich gibt es gewisse Mythen, die vermeinen, dass meine juristische Karriere schon mit meiner Geburt begonnen hat. Man muss jetzt dazu sagen, dass weder mein Vater noch meine Mutter noch sonst irgendwer in meiner Verwandtschaft ein Jurist ist. Also ich bin quasi der erste Jurist in meiner Familie oder einer der ersten im näheren Umkreis gibt es ein paar. Allerdings haben meine Eltern in der Nacht meiner Geburt, und zwar bevor ich geboren wurde, was jetzt schon vor 41 Jahren war, Petrocelli geschaut. Ich muss dazu sagen, Petrocelli ist mir nur erzählt worden, ich habe es selber nie gesehen. Das ist quasi eine Anwaltsserie über einen Anwalt, der in einem Wohnwagen wohnt und irgendwie so halt Menschen verteidigt. Und meine Eltern behaupten nach wie vor, dass das der Grund war, warum ich Jus studiert habe. Lustigerweise habe ich eigentlich jetzt juristische Tendenzen eigentlich niemals gezeigt in meinem ganzen früheren Leben. Ich habe sehr schnell nerdige Tendenzen gezeigt. Also mein erster Berührungspunkt mit zum Beispiel Comics war Asterix bei den Briten. Nach wie vor finde ich einer der besten Asterix-Bände, die es gibt. Und auch nur deswegen, weil ich es durch Zufall im Regal meines Vaters unter seine Englischbücher entdeckt habe, weil mein Vater Englischlehrer war mittlerweile, weil er schon in Pension ist. Und dann da mal auf diese franco-belgischen Comics eben gekommen bin. Lang bevor ich mit Marvel, DC, Batman und dergleichen angefangen habe. Es war dann mit ungefähr 11 Jahren, dass ich das erste Mal einen Star Trek-Film gesehen habe. Es war damals Star Trek Treffen der Generationen. Mir hat der damals unglaublich gut gefallen. Aus heutiger Sicht ist er jetzt nicht der Burner, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina. Mein Lieblings-Star Trek-Film ist nach wie vor der First Contact. Ich finde, er ist der beste, den es gibt. Boah, jetzt muss ich überlegen. Der mit Benedict Cumberbatch. Der ist auch gut, ja. Das ist auch okay, ja. Das ist von den Neichern der Bessere, muss man sagen. Das ist der Star Trek Into Darkness, ja. Aber, ja. Ja, es war jetzt primär wegen Benedict Cumberbatch, gell? Wollte das einfach jetzt mal gesagt haben. Nein, verstehe. Aber, ja. Und auf jeden Fall, da haben es damals dann auch immer die Star Trek-Serien so irgendwie am ORF gespielt. Damals hat man ja noch nicht über Netflix und Co. Man kennt das heutzutage auch gar nicht mehr gefernseht, sondern man hat das wirklich so machen müssen und das war halt der einzige werbefreie Kanal. Und da haben wir dann einfach die ganzen Star Trek-Serien einmal reingezogen. Dann ist Babylon 5 gekommen, Stargate und so weiter und so fort. Und ich war dann auch mit Lego immer sehr beschäftigt. Ich war klassisch eins von den Lego-Kindern. Aber immer mehr Science Fiction und gar nicht Fantasy und so. Naja, also gerade beim Lego hat man den Wandel sehr gut gesehen. Ich war am Anfang sehr stark dieses Mittelalter, also Lego Ritter, glaube ich, hat das geheißen. Und dann aber sehr schnell eben der Transit zu Raumfahrt und so weiter, aber es stimmt, ja. Bekannter von uns, mit dem haben wir beim seinem Podcast mal die Doctor Who-Folge gemacht. Der Klassiker Michael hat einmal gesagt, es gibt von mir diese Aussage, warum Fantasy, wenn es auch Science Fiction sein kann. Da erinnert ich mich nicht ganz daran, dass ich diese Aussage getätigt habe, wird mir aber nachgesagt. Also in die Richtung. Aber ja, es war tatsächlich immer eher Science Fiction, ja, in der ganzen Geschichte. Wobei interessanterweise dann, wenn man sich so anschaut, dass Star Wars aus technisch gesehen Fantasy ist. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich ein paar Hörer verloren. Oder Dune, der Wüstenplanet, ist mehr so Techno-Mittelalter. Also sowas finde ich irgendwie ganz cool. Also einerseits diese Military Sci-Fi, wie halt Battlestar Galactica, Babylon 5 und natürlich Star Trek. Auf der anderen Seite also diese Techno-Mittelalter. Also mit diese quasi ritterlichen Werte und wenn Schwerter dabei sind, ist auch nie verkehrt. Und auf der anderen Seite aber dieses Moderne. Lange Rede, kurzer Sinn. Bin dann natürlich in die Schule gegangen und in der Schule war ich eigentlich, also ich bin ins Gymnasium gegangen und war damals relativ schnell in der Nerd-Klasse, so ein bisschen wie Big Bang Theory kann man sich das vorstellen. Das war der naturwissenschaftliche Zweig und ich war eigentlich immer davon überzeugt, dass ich was Naturwissenschaftliches mache, also irgendwas mit Biologie beispielsweise. Und irgendwann dann einmal, das muss in der 7. Klasse gewesen sein, haben sie uns auf die SIM mitgenommen, auf die Studieninformationsmesse an der JKU, der Johannes Kepler Universität in Linz. Und dort bin ich, aus welchem Grund auch immer, ich weiß es wirklich nicht mehr, ja, bin ich in so eine Jus-Probevorlesung gegangen. Ich könnte dann nicht mehr sagen, welcher Professor das war.
Und das hat mich damals so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, passt, ich studiere Jus. Also da war dann die Wahl zwischen irgendwas mit Biologie, wobei Chemie war nicht so meins, muss man dazu sagen, Psychologie, Philosophie, das hat mich damals auch recht interessiert, tut es auch heute irgendwie noch, oder im Jus. Und ich habe mich dann entschieden, na passt, ich studiere Jus in Linz. Und das habe ich dann angefangen. Was mir dann auch recht gut gefallen hat, muss ich sagen. Und ich habe es dann eigentlich auch durchgezogen. Also ich habe meinen Hänger gehabt, so relativ spät, so letztes Drittel vom Studium, wo ich dann gedacht habe, wow, weiß nicht, ob das das Richtige ist oder nicht. Nur da war ich schon so weit, dass ich mir dann gedacht habe, jetzt machst du das fertig und dann schaust du mal weiter. Du wolltest nie was anderes dazu machen? Also ich meine, du hast ja, ich meine ja Biologie, aber jetzt mit dem technischen Teil und wie du heute arbeitest, ist das da dazu gekommen, dein Interesse für die Technik? Weil ich meine, das ist jetzt da nicht nur, weil du, man sagt zwar, Nerds sind die, sagen wir mal, eher technikaffin, aber nur weil du halt auf Science Fiction und so stehst, das ist ja nicht unbedingt ein Muss, oder? Nein, interessanter ist gar nicht. Also ich habe weder in meinem Studium nur jetzt noch und dann wirklich viel mit Technik am Hut gehabt eigentlich. Also man kann sich das heute wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, ich habe damals wirklich mitgeschrieben mit der Hand. Also nicht irgendwie mit einem Laptop oder sowas. Und wenn du mich als Handschrift kennst, das ist grausam. Das ist wie Bilder verschrieben in Word. Ja, da kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Ja. Also ich beschäftige auch noch immer zwei Ägyptologen, die mir dann meine Handschriften dann noch und übersetzen in Maschinenschrift. Das ist, wissen die wenigsten, ist aber so, ja. Also falls jemand Angst hat, dass KI die Welt übernimmt, solange es Michael seine Schrift nicht entziffern kann, ist alles gut. Ganz genau. Ich werde einmal der Letzte sein, ja, der das aufhält. Ganz genau. Nein, interessanterweise, also während dem Studium eigentlich nicht, da war ich halt sehr auf Recht an sich fokussiert, wobei ich schon damals dann einmal sehr, sehr große Liebe zum Strafrecht einmal entwickelt habe. Und ich war dann ja mal, also ich war am Anfang auch nicht so ganz klar, was will ich werden. Mir war relativ schnell klar, so Richter mag ich nicht werden, weil ich das so nicht entscheiden möchte. Ich würde da lieber auf einer Seite stehen. Ich habe dann relativ lang mit der Staatsanwaltschaft so im Studium ein bisschen geliebäugelt. Dann war ich mal, dann habe ich das Gerichtspraktikum gemacht. Und das war lässig, weil da war ich nämlich in Wörs. Im Bezirksgericht, und zwar beim Herrn Rod Enser, der nach wie vor noch in Amt und Würden ist, war mein Ausbildungsrichter, mein erster. Und der war im Außerstreit, also außerstreitiges Familienrecht und Strafrecht, so BG-Ebene, also alles bis Strafrahmen ein Jahr. Und wo man halt so fahrlässige Körperverletzung im Straßenverkehr hat, bissl Suchtmittelmissbrauch, ein bisschen Ladendiebstähle, kleine Raufereien und so weiter. Und das war eigentlich sehr interessant, weil mich das jetzt fachlich, glaube ich, sehr stark geprägt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nach wie vor noch nicht technisch, weil man muss leider sagen, also technisch Krieg damals war da nicht viel los. Ja. Ich meine, wir haben Computer gehabt, das war es dann auch schon. Und ich habe mich dann aber während meinem Gerichtspraktikum auf die Universität beworben. Ich habe mir gedacht, ja, probierst du es einmal, Uni ist auch nicht deppert. Und war dort dann beim Institut für multimediale Linzer Rechtsstudien. Was ein schönes Wort ist für Fernlehre, also Fernlehre über Computer, Livestreams und so weiter. Ja, ihr wart ja da ganz vorne dabei. Also ich meine, genau, da waren wir. War eines der ersten, oder war sicher das erste Jus-Studium in Österreich, was du jetzt remote studieren kannst. Also ist es nicht immer nur das einzige? Also wie es jetzt technisch nur den Fortschritt hat, weiß ich nicht leider. Aber was natürlich ist, ist das, dass einfach dieses Vollstudium, wo du halt de facto wirklich nie und Uni musst, also bis auf ganz wenige Ausnahmen, das ist sicher von der Organisationsstruktur her noch definitiv das Einzige. Also wissen die nichts, was anders ausgibt. Ja. Und eigentlich bin ich dort mit dieser Schnittstelle zwischen Recht und Technik vertraut gemacht worden. Also einerseits haben wir ja Unterricht. Und das ist halt gestreamt worden, also Livestream und Aufzeichnen und so weiter. Also das vor einer Kamera vorzutragen, was ja für viele Leute jetzt gerade während Covid ein Thema war, das war für mich nie ein Thema, weil ich es von Anfang an gemacht habe. Oder zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich irgendwann einmal bin ich auf das Wort Podcast gestoßen, das habe ich irgendwo gehört und habe dann einmal einen halben Vormittag damit verbracht, zu recherchieren, was denn eigentlich Podcasts sind und habe mir dann auch gleich voll viel abonniert und so weiter. Also da habe ich das erste Mal mit Podcasts Berührung gehabt und habe gemerkt, hey, da gibt es voll viel im juristischen Bereich, aber eben auch in meinem
privaten, sagen wir, meinen Fan-Nerd-Bereich. Und was einmal interessant war, ist das, mein damaliger Chef, der Professor Riedler, der war immer recht drauf und dran, dass man halt sich anschaut, was gibt es sonst noch. Und ich war für das sehr empfänglich und bin ja dann auf verschiedene so Bildungskonferenzen gefahren. Da gibt es zum Beispiel ein MOOC-Day, also von den Massive Open Online Courses, oder Moodle-Mod hat das, glaube ich, damals geheißen, also von Moodle und so. Und da sind immer alle gekommen, also nicht so viel von den Juristen logischerweise, sondern eher Naturwissenschaftler, aber Universitäten, Schulen, FHs und so weiter. Und die haben mir vorgestellt, was machen können. Das waren oft sehr esoterische Experimente in Richtung, ja, wie schaut es aus mit damals Second Life, dass man da einen Studienraum baut und so weiter, also so auf diese Geschichte. Und da bin ich auf diese Möglichkeiten sehr stark mit der Lehre einfach aufmerksam geworden, was man jetzt machen kann, im Rahmen von einem Stream beispielsweise. Und ja, irgendwann war dann meine Universitätszeit halt aus, beziehungsweise gibt es ja da die Multimedien. Multimediale Studienmaterialien GmbH, wo es diese berühmten Medienkoffer gibt, also diese Studienmaterialien für das Studium. Und dort bin ich dann gewechselt und habe mich dann auch sehr stark damit befasst, wie kann man quasi digital halt Wissen vermitteln, also Recht vermitteln, welche Möglichkeiten gibt es da. Ich habe mich dann aber mit, keine Ahnung, QR-Codes zum Beispiel beschäftigt, wo ich mir gedacht habe, ja, es war doch was, wenn man halt in einem Buch einen QR-Code hat und dann irgendwo eine Website hinterlegt und so. Da war ich stellenweise, glaube ich, meiner Zeit voraus, weil keins dieser Projekte, die ich da damals vorgeschlagen habe, ist, glaube ich, irgendwie auch nur ansatzweise umgesetzt worden. Auch E-Books und so weiter waren damals noch nicht so heutzutage. Crazy. Ja, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja. Aber ja, und dann war ich dort, da hat es mir recht gut gefallen, aber es war halt nichts Kernjuristisches. Es war mehr so Vertrieb, sage ich jetzt einmal. Was lustig ist, weil das ist genau das, was ich jetzt für Netzbeweis wieder irgendwie brauchen kann. Aber ich war damals quasi im Vertrieb, nur Vertrieb damals war was ganz was anderes, nicht von der Zeit her, sondern einfach die Studierenden sind gekommen und sie haben die Koffer bezogen. Also da hat man jetzt nicht groß werben müssen oder sowas oder Ja, nicht wenn du groß irgendwie. studiert hast, hast du das braucht und fertig war die Ganz genau, Geschichte. ganz genau, ganz genau. Und man kann mich erinnern, irgendwann einmal, also ich war so glücklich, ja, und es hat alles passt, aber nicht ganz, weil man gedacht habe, eigentlich war das jetzt nicht ganz das, was du studiert hast. Du warst am Gericht, warst glücklich. Oder warst mehr in dem drinnen, so muss man sagen. Auf der Uni, das mit dem Lehren, das hat mir auch getaugt. Und jetzt hat es passt und ich habe auch meine eigenen Sachen verfolgen können. Ich habe nebenbei einfach auch Lehre gehabt. Da habe ich übrigens dann das erste Mal auch, das ist immer so überblieben, ein bisschen so Internetrecht unterrichtet. Weil da haben sie dann einmal einen Studienzweig gemacht. So ein, ich glaube, Master- oder Bachelorstudium war das. Auf jeden Fall postgradual. Das war Webwissenschaften und da habe ich halt dann quasi den internetrechtlichen Teil gekriegt. Also E-Commerce-Gesetz und so ein bisschen Urheberrecht und so weiter und habe mich dann das erste Mal mit solchen Sachen eigentlich auch beschäftigt. Also quasi Internet und Recht oder Online und Recht eigentlich, so wie vorher auch nicht wirklich da. Und ja, da kann ich mich erinnern, dann, ich war eben bei der Studienmaterialien GmbH und irgendwann einmal hat eine Bekannte von mir, die hat damals einen Unfall gehabt und die hat mich dann gefragt, ob ich ein Anwalt war. Und ich habe damals eben, da habe ich mir Ferialpraktika gemacht in einer Anwaltskanzlei, also damals, wenn ich noch studiert habe, da habe ich gesagt, ja, gehst zu denen. Und sie hat gemeint, ja, sie mag nicht alleine hingehen, ob ich mitkomme. Jetzt haben wir gedacht, ja, passt, gehst halt mit. Und kann mich erinnern, wie ich damals in dem Besprechungsraum gesessen bin, mit der Magister Schilchecker-Silber von Haas Frank Schilchecker-Silber und Rabl. Das war die Kanzlei, bei der ich nämlich dann nachher da gearbeitet. Und wie die mit mir und meiner Bekannten eben, also es war die Freundin von einem Freund von mir, wie ich damals den Verkehrsunfall durchbesprochen habe und damals habe ich mir gedacht, das will ich machen, genau das. Und habe dann einmal einfach angefragt, weil in der Kanzlei eben hat Verkehrsunfälle. Verkehrsunfälle, ja, aktiv wie passiv, ja. Und auf jeden Fall in der Kanzlei hat nämlich auch ein Freund von meinen Eltern gearbeitet, also war dort Partner, nicht gearbeitet, sondern war dort Partner und dann habe ich mir gefragt, sage ich, du, wie schaut es aus? War bei euch was frei. Und das ist dann relativ schnell und unerwartet was geworden. Und dann bin ich in die Rechtsanwaltei gewechselt. In die harte Ausbildung. Alles konnte. Einmal. Der Konzi ist hart. Konnte ist hart, ja. Und was alles das, Und was du dir vorgestellt hast? Und viel weniger? es war noch viel, viel mehr.
Ich meine, was lustig war, war am ersten Tag, kann ich mich erinnern, wo ich reingekommen bin, die waren jetzt, also super Kanzlei, gute Ausbildung, aber technisch waren es damals zumindest nicht so schnell, also nicht so vorn dabei. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich bin reingegangen, habe dann nochmal die Sekretärin gefragt und gesagt, wie ist denn das WLAN-Passwort? Und sie hat gefragt, welches WLAN? Und ich habe mir gedacht, da kein WLAN. Das war halt nämlich damals auf der Uni schon so gewohnt, wobei das WLAN damals was für was Neues war, ja. Also ich meine, das war so die Zeiten, da hast gerade mal erst, habe ich gerade mal das erste iPhone gehabt, ja, auf iPad noch gar nicht oder so. Das war ziemlich lustig. Ja, aber was mich interessieren würde in der ganzen Zeit, ich meine, du arbeitest ja jetzt mit sehr, sehr viel technischen Spielzeugen, du bist ja im Podcast dafür bekannt, gefühlt wöchentlich oder bei mir auch in meiner iMessage-Inbox gefühlt, naja, wöchentlich wäre übertrieben, täglich neue Kickstarter-Projekte zu schicken. Hast du damals auch schon so digital gearbeitet? Nein, definitiv nicht. Das hat sich erst angefangen. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt auch nicht genau, wie das genau angefangen hat. Sag mal nur das, dass ich mich relativ schnell mal mit gewissen Themen beschäftigt habe. Also ich kann mich erinnern, ein Thema von mir war einmal das, wie kann ich meine Notizen digitalisieren? Das war immer so ein Thema. Also wie kann ich wo mitschreiben, was dann eben nicht auf einem Papier und Zettel ist, weil mir das. Also ich meine, ich kann zwar meine Schrift lesen, aber mir ist das immer angegangen, wenn ich dann hunderte Seiten habe durchblättern müssen und so. Und da bin ich nämlich irgendwann einmal auf die Dings gekommen, kann ich mich erinnern, auf den Trichter gekommen, dass man halt eben mit Computer mitschreiben könnte. Ich meine, ich habe zwar dann einmal einen Laptop gehabt, der war aber noch relativ schwer, also es war mehr so ein Gaming-Laptop irgendwie, den ich nicht mitgeschleppt habe. Und da habe ich dann relativ schnell einmal angefangen, dass ich halt eben wirklich meine Notizen eben auf dem Computer mache. Und meine erste, sage ich mal, große Herausforderung und meine erste große Geschichte, wo es in Richtung Gadgets gegangen ist, war dann immer das, wie kann ich was ich mit der Hand schreibe, digital übertragen. Und da gibt es ja verschiedene Lösungen und so hat das eigentlich bei mir angefangen. Und ich sage mal so, es führte dann ein Gadget zum anderen in Wirklichkeit. Ja, aber ich meine, diesen fast schon Fetisch für Notiz-Gadgets, der ist ja dann irgendwie eskaliert. Wie viel hast du momentan? Fünf, sechs verschiedene Sachen? Wahrscheinlich ja. Also die verschiedensten Iterationen, die ich ja in der Arbeit jeweils genutzt habe, muss man dazu sagen. Also ja. Wobei jetzt benutzen in Wirklichkeit tue ich halt, ich sage es einmal wieder das Wort, weil es kommt ja jedes zweite Mal vor, remarkable. Ja, aber das heißt, aus etwas, was dich nervt, ist eigentlich ja sogar ein Business Case entstanden und eine, wie soll ich sagen, ein USP entstanden, den du dann jetzt als Anwalt ja mit vielen digitalen Tools und so weiter und ich meine, Nerds of Law natürlich dann noch als eigenes Unternehmen gegründet hast. Wie ist der Schritt gekommen von, ja, mich nervt das mit den Zetteln, zu, hey, ich bin Legal Tech Unternehmer. In das bin ich eigentlich auch ein bisschen eingefallen, muss man ganz ehrlich sagen. Also die erste Geschichte war genau, mich nervt es eben und dann einfach immer mehr Programme ausprobiert, ja, die halt irgendwie mal haben helfen können. Allen voran zum Beispiel ist mal OneNote gestanden, aber auch nur, weil ich es durch Zufall auf meinen neuen Computer drauf gehabt habe. Das hat mir dann recht gefallen. Dann ist einmal Evernote gekommen, weil es für Mac gegangen ist. Dann einmal Wunderlist, das ist jetzt dieses Microsoft To-Do. Ich bin immer wieder so auf kleine Sachen einfach draufgekommen, die ich irgendwo durch Zufall irgendwo gefunden habe, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe dann durch dieses ganze Internetrecht, ja, also was ich jetzt Internetrecht getauft gehabt habe, einfach weil ich es unterrichtet habe, habe ich dann auch für mich so ein bisschen einen Anspruch gehabt, ich möchte halt als Jurist, als Rechtsanwalt dann einmal einfach modern sein. Und das war so meine erste Geschichte. Das heißt, ich habe dann die Konzipientenzeit eben zuerst bei HFSR durchlaufen und dann eben weiter beim Kollegen Bonelli, mit dem ich jetzt nur in einer Regiegemeinschaft bin. Und da habe ich einfach mit dem gearbeitet, was da war. Also da habe ich meinen Computer gehabt von der Kanzlei und hat passt. Und ich habe schon immer geschaut, dass ich so on the go relativ gut arbeiten kann. Also wurscht, wo ich bin, dass ich halt da das Zeug mitnehme. Und weiter dann eben, was halt gibt. Und da bin ich auf immer mehr drauf gekommen. Und ich kann mich dann erinnern, ich bin dann, ich weiß aber jetzt nicht mehr warum, bin ich mal auf die Future Law aufmerksam worden und bin dann wirklich auf die Future Law gefahren.
Und habe halt dort einmal diese ganzen Tools auch kennengelernt. Also ich bin mehr über diese Toolschiene reingekommen und ich war wirklich einer von denen, die ja geglaubt haben, dass wenn man ein gewisses Tool sich anschafft, dass man dann quasi alle Probleme löst. Also ich habe von Prozessabläufen keine Ahnung gehabt. Das ist dann erst dank dir gekommen in Wirklichkeit. Das heißt, du bist dann irgendwie drinnen in der ganzen Legal Tech Bubble gelandet. Ja, genau, definitiv. Was ist, wenn jetzt heute Kollegen, Kolleginnen zu dir kommen und sagen, hey, wie gehen wir es an? Ich möchte in dem Bereich was machen. Wo würdest du empfehlen, anzufangen? Vielleicht sogar ausbildungstechnisch, wo sollen sie sich informieren? Was ist das, wo du sagen würdest, jemand will, sagen wir mal, nerdig Recht machen, jetzt unabhängig vom Rechtsgebiet, von der Spezialisierung, aber jemand will halt einfach moderne juristische Arbeit machen. Wo würdest du sagen, sollen sie anfangen? Ja, hört sich ein Nerds of Law Podcast an. Und dann? Wie was dann? Was soll die Frage? Meinst du, dann weiß man schon alles? Ja? Natürlich, Ach so, okay. wir haben jetzt 300 Folgen oder so, ich bin jetzt nicht ganz mitzählt, das wird schon passen. Ja? Nein, tatsächlich, ich würd mit denen einmal grundsätzlich auch ein längeres Gespräch führen. Und zwar, weil ich eins gelernt habe, dass es sehr stark darum geht, was will ich eigentlich. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte Legal Tech machen, wenn wir jetzt von dieser Prämisse ausgingen, dann ist immer die Frage der Zielsetzung aus meiner Sicht. Also es gibt aus meiner Sicht Kanzleien, die machen Legal Tech, damit sie es auf die Website schreiben können, dass sie halt, wie du sagen würdest, fancy sind. Also es ist eine Lifestyle-Entscheidung. Ohne Oder jetzt vielleicht, Marketingentscheidung. oder Marketing-Entscheidung, ohne jetzt vielleicht im Hintergrund das Ganze dann zu leben. Also Legal Tech kann ja viel sein. Also Legal Tech kann sein, ich habe eine Verwaltungssoftware, die wir ja alle haben. Das ist im Kern auch Legal Tech. Ja, es ist nur die Frage, wie man es bezeichnet, aus meiner Sicht, weil es ja keine fixe Definition gibt. Die andere Frage ist das, was will ich mit Legal Tech erreichen? Das ist was ich jetzt in meinen Jahren mittlerweile gelernt habe, was will ich mit Legal Tech erreichen? Also möchte ich, keine Ahnung, Umsatz steigern, neue Märkte erschließen, Prozesse besser gestalten, wo möchte ich mir das Leben erleichtern. Das meiste, was also immer so gepriesen wird, aber was man jetzt schaut, so bin gestern ein bisschen durch Artikel, die man mir abgespeichert habe, gegangen, so mit ChatGPT und Co. ist eigentlich immer das, hey, wie erkaufst du mehr Zeit in deinem Leben? Das ist sowas, was ein Grundproblem von Rechtsanwälten zu sein scheint, oder auch ist, das kann ich ja so bestätigen, dass man jetzt sagt, ja, wir haben eigentlich keine Zeit für nichts. Und das kann zum Beispiel ein Ansatz sein. Also, dass ich sage, ja, ich möchte halt irgendwie mehr Work-Life-Balance, irgendwie da mehr Möglichkeiten haben, oder ich möchte repetitive Aufgaben irgendwie outsourcen, ohne dass ich mir halt zusätzlich einen anstelle. Ja, aber es ist ja sogar schon gefallen mit, ich hätte gern mehr Zeit, um die technischen Dinge zu kümmern, die ich gern optimieren kann. Oder es kann ja Zeit für Ja, viele Dinge sein. das stimmt, das stimmt. Ja, ich zum Beispiel, du sagst Zeit für technische Dinge, ich zum Beispiel habe mir jetzt die Aufgabe gesetzt, jeden Tag eine halbe Stunde in die Entwicklung meiner Kanzlei zu stecken. Das funktioniert zurzeit so halb gut, aber es wird. Und was können wir uns darunter vorstellen, was du da machst? Also entweder Dinge zu hinterfragen in der Kanzlei, also Prozesse, Abläufe zu hinterfragen, oder sei es nur ein paar abgespeicherte Artikel zu lesen in Bezug auf Legal Tech und so weiter, die ich einfach sonst nicht lese. Also es kann im Prinzip alles sein. Das ist so alles, was der Entwicklung meiner Kanzlei dient. Hast du auch Tasks diesbezüglich? Also, wir sind ja beide große, sagen wir mal, Taskmaster. Taskmaster. Ja, genau. Wie schaut das aus bei dir? Hast du dann auch To-Dos im Sinne der Kanzleiorganisation oder wie läuft das ab? Ich habe viel zu viel To-Dos. Ich bin ja nicht nur ein Freund von verschiedenen Notationssystemen, sondern auch ein Freund von verschiedenen Tasklisten irgendwie, weil da habe ich, glaube ich, gefühlt nur mehr. Habe ich sogar einige Kickstarter dazu schon mitfinanziert. Ja.
Vielleicht sollte man heute nicht dieses, was sind deine privat am meisten genutzten Dinge, weil da wären wir, glaube ich, nicht fertig. Wart Obwohl auf. stimmt, auch nicht, ja. Nein, was zum Beispiel ist das, ich habe mir jetzt einen wiederkehrenden Blocktermin für eine halbe Stunde jeden Tag im Kalender eingetragen. Den ich, muss ich leider sagen, zur Zeit stellen wir es einfach nur zu viel ignoriere, weil ich was anderes zum Tor habe. Aber idealerweise ist es eigentlich immer so zwischen 11:30 und 12, weil da freut es mich oft eh nicht so intensiv arbeiten. Das ist das erste Tagestief quasi, wo dann der vierte Kaffee her muss. Und da ist dann eigentlich mal kurz den Kopf freimachen und mal sozusagen in die Kanzlei zu investieren. Aber wie gesagt, das können ganz verschiedene Sachen sein. Also jetzt, ich habe zum Beispiel letztens einmal an meiner Vollmacht herumgebastelt und mir einfach eine halbe Stunde lang, also nicht ganz eine halbe Stunde lang, aber trotzdem einfach überlegt, passt bei meiner Vollmacht noch alles oder kann man die umtextieren, dass irgendwie die nur transparenter ist. Und das ist interessant, weil man so relativ schnell kleine Ergebnisse kriegt, die aber dann in der Gesamtheit wieder interessant sind. Also es ist so, du schaust jetzt nicht den Berg, den du angraben musst, sondern du tust ihn einfach, fokussierst dich auf was, auf einen gewissen Bereich. So etwas. Ja, was mich interessiert, und das ist ja was, was wir, ich glaube, vor Jahren schon mal in dem einen oder anderen Legal Tech Kurs gemacht haben, und jetzt sind ja doch wieder, ist wieder ein bisschen Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal darüber geredet haben, seitdem wir das letzte Mal so ein bisschen eine Kanzlei-Einschau gemacht haben. Wie arbeitest du heute? Also was sind so die, jetzt nicht die, ich frage dich jetzt nicht das Klassische, was sind deine Software- und Hardware-Tools, die du machst, die machst es ein bisschen subtiler. Wie ist dein Kanzlei organisiert? Also was ist das, wo du sagst, okay, so arbeite ich, das sind die Dinge, die ich brauche, um einen Job zu machen. Mhm. Und versuchen wir es ein bisschen minimalistisch, dass wir nicht alle 5 Notiz-Tools besprechen. Kein Problem, kein Problem. Vielleicht ganz kurzer Vergleich, ja, wie habe ich am Anfang gearbeitet? Am Anfang war ich, und das war einfach, weil ich es schön, weil ich es auch nicht hinterfragt habe, ja. Am Anfang in meinen Ausbildungskanzleien war der Papierakt das Wichtigste. Da war alles drinnen, da hat man mit Post-its und Leuchtstift gearbeitet und hat das dann zur Verhandlung mitgeschleppt. Ich habe da extra meinen Koffer dafür gekauft und es war das Diktaphon. Also ich habe relativ schnell gelernt, wie du sagst, meine Handschrift kann keiner lesen. Ich habe jetzt mehr das Greifvogelsystem beim Schreiben, also kreisen und dann zuschlagen. Und bin einfach schneller beim Reden. Das heißt, ich habe einfach diktiert. Und früher war wirklich der Workflow so, es ist etwas diktiert worden, dann ist es ausgedruckt worden und es ist handschriftlich verbessert worden und dann sozusagen ist es irgendwann einmal geschickt worden, sei es jetzt der Schriftsatz, die E-Mail und so weiter. Das Erste, wo sich das wirklich geändert hat, war das, dass ich angefangen habe, dass ich Dinge sage, ihr braucht sie nicht mehr ausdrucken. Das ist aber sehr stark eine Geschichte von Strafakten, weil Strafakte oft wahnsinnig umfangreich sind. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen, der hat 1300 Seiten, das druckst du einfach nicht aus. Das ist vollkommen sinnfrei. Und das Weitere ist das, dass das Diktieren irgendwann einmal auf Spracherkennung umgestiegen bin. Das funktioniert leidlich gut. Ich bin da, ich glaube war ja mal in unserem Podcast Apricon noch einen Anruf schuldig, das müssen wir optimieren. Und das Wichtigste ist eigentlich das, dass ich in meiner Kanzleiverwaltung jetzt so ein Memo-System drinnen habe, also wo man sich Tasks quasi zuschiebt. Und was auch ein Vorteil ist, ist das, dass ich wie damals für die OPP gearbeitet habe, 2017, 2018, bin ich sehr stark darauf zugetrimmt worden, weil da waren wir immer bei den Kunden, einfach remote zu arbeiten, also quasi mit Laptop und Co. auszukommen. Und das hat sich schon massiv ausgewirkt. Also im Prinzip ist es ja so, dass ich nie diese paperless, also papierlose Kanzlei als ein Ganze wollte, also mit aller Gewalt, wie das andere Leute gemacht haben, also mit aller Gewalt. Nicht du jetzt, ich finde, du machst das nicht mit aller Gewalt. Naja, ich meine, ich habe ein Papierchen, aber sonst schon recht viel Gold. Nein, schau, aber es gibt, also man hat das früher gehört bei der Paperless-Kanzlei, also was da oft für wahnsinnige Konstrukte aufgebaut wurden, dass man am Ende des Tages sagen kann, ja, wir sind papierlos. Den Anspruch, glaube ich, haben wir beide nie gehabt, sondern es war halt so. Und
Das ist dann auch dazugekommen, also durch jetzt die Geschichte, dass ich mir quasi meinen Laptop einfach direkt auf dem Kanzleiserver einwähle über VPN. Das haben wir kurz vor dem ersten Covid-Lockdown damals etabliert, aber auch eher durch Zufall. Das hat uns dann recht genutzt. Haben alle Glück gehabt. Haben wir Glück gehabt, ja. Bin ich im Prinzip jetzt in der Situation, dass ich eigentlich de facto weitgehend papierlose Kanzlei habe. Nicht ganz papierlos, weil mir das auch wurscht ist, ja, und weil ich wahnsinnig gerne Dinge abstreiche von der Listen. Speaking of Tasks, aber im Wesentlichen brauche ich meinen Laptop, einen großen Bildschirm, wann es geht, mein iPad, mein Handy, das halt meistens als Hotspot dient und das war es eigentlich. Ja. Zeiterfassungssystem, das Timeula, war schon im Podcast, ist für mich sehr wichtig und halt die Kanzleisoftware mit diesem Memo-System. Und so arbeite ich eigentlich. Für mich, glaube ich, der größte Unterschied, den ich bei dir sehe, ist einerseits, dass ich mich noch erinnern kann, das erste Mal bei dir in der Kanzlei waren da wirklich Berge und Berge an Papierakten. Die siehst du heute nicht mehr. Genau. Ich meine, es gibt sicher noch irgendwo ein paar, aber ich habe nicht das Gefühl, du gehst in diesem, wie man sich halt so vorstellt, Anwalt hinterm Berg von Akten unter. Mhm. Und ich finde auch, du hinterfragst mehr, du hinterfragst deine Arbeitsweise mehr. Es ist natürlich New Shiny Gadget Thing aus dem Prinzip her. Aber jetzt zusätzlich dazu hinterfragst du auch das, wie du arbeitest, ständig. Und das ist halt das Wichtigste, was du für einen kontinuierlichen Improvement-Prozess brauchst. Und ja, ich glaube, das ist jetzt eh schon fast die Überleitung zu. Das heißt, du fragst dich jetzt, wie hat das passieren können, oder was? Dass Nein. ich das so tue. Achso, okay, dann. Nö, ich weiß nicht, willst du mir darauf eine Antwort geben? Kann ich gern, wenn du magst, aber stell zuerst die Frage vielleicht. Nein, eigentlich wollte ich schon was auf was Nächstes, aber. Okay. Nein, aber das kann ich häufig schnell beantworten. Das hat mit zwei Sachen zu tun. Ja. Das eine ist, du bist passiert. Das klingt jetzt schön, gell? Weil du da einfach wirklich ständig einarbeitest, dass ich gewisse Sachen hinterfrage und da auch das ein Challenge machst. Also seit wir uns, jetzt können wir es ja verraten, wir haben uns auf der IRIS kennengelernt, auf dem Internationalen Rechtsinformatik-Symposium. Ja, das erste Mal in Real Life gekannt Life, ja, stimmt, da haben wir uns ja vorher, ich glaube, da haben wir dann vorher schon jeden Tag miteinander telefoniert, aber damals du und die Ivi, glaube ich. Die Ivi habe ich damals kennengelernt, kann mich erinnern. Ja. Wann war das? Das war, glaube ich, vor Corona. Das muss 2019? Ich glaube, das... 18? Ich bin mir nicht sicher, ich habe mich 17 selbstständig gemacht, 16 selbstständig gemacht, 17 habe ich geheiratet, Entschuldigung. Und ich glaube, dass das relativ bald sogar schon war. Aber ich glaube, dass 19 war, ja, irgendwie so. Also spätestens 19, weil 20 waren wir schon, 20 bin ich schon aus der Konzi hingegangen. Naja, stimmt. Na, dann muss es 18 gewesen sein. Bist du ja, 18, irgendwie so, also um die Jahre. Ich weiß nur, dass es kalt war, aber das ist immer, weil es im Februar ist, die Iris. Also. Das ist übrigens, also das ist wirklich, ja, was, wenn meine, wir reden sehr oft drüber, aber da sollte man hingehen. Ja, also, ja, natürlich. Also wer uns sucht, 2024, Mitte Februar auf der Iris, sind wir dabei. Genau. Also das war das eine und das andere war, und ich glaube, da sind wir das erste Mal richtig gemeinsam hingegangen, das war die Wiener Legal Tech. Damals in dem... in dem Hipster-Fabrik-Ding. In dem Hipster, in der Fabrik mit den Kaffeestandl und so weiter. Und da war die Keynote damals war vom Günter Dobrat. Warte kurz, ob du was dazu zum Sagen hast. Nichts, was ich im Podcast lassen kann. Nein, die Katharina sagt immer, dass das mein Man-Crush war damals und sie hat jetzt schon recht, ja. Und du hast es gesagt. Also ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt sage, dann muss ich es ausschneiden. Wenn du sagst, dann ist es okay. Jetzt gesagt, also der Michael war urpeinlich. Na, peinlich? Naja, schau ein bisschen. Ich habe eben ziemlich stark angehimmelt. Okay, ja, ich war da schon öfter peinlich. Ja. Ja. Und es gibt Stunden um Stunden, die geschnittene Podcast-Folgen sind, die... Ja. Wir sollten nochmal die Outtakes veröffentlichen. Genau, die Outtakes, ja. Genau. auf jeden Fall hat der... Und ich war ja immer so der Meinung, damals... das muss, glaube ich, auch 2019 oder irgendwas gewesen sein. Es war eh so, es war im Sommer, aber es war so um diese Zeit.
Und ich war damals der Meinung, dass ich als Rechtsanwalt eh recht innovativ bin. Ja. Und der Günther Dobratz hat es geschafft, dass er in seiner Keynote, glaube ich, mein gesamtes Weltbild, ich sage es jetzt aber höflich, dekonstruiert. In Wirklichkeit hat er es einfach zerschmettert. Ja. Und ich kann mich erinnern, da war er richtig emotional ergriffen. Und dann habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht so stehen lassen. Und bin dann wirklich in der Pause zu ihm gegangen und habe gesagt: Hallo? Nein, stimmt nicht. Nein, ich bin in der Pause zu ihm gegangen und du bist Ja, peinlich berührt neben du gestanden. hast uns connected. Nein, ich bin nachher und habe mich selber hintraut zu ihm, ja, und hab gesagt, dass mir einfach so ein Keynote wahnsinnig aufgeregt hat und dass man bitte mehr erzählen sollte. Und das war das erste Mal, dass ich so wirklich, jetzt nicht so sanft wie von der Katharina, sondern wirklich so hardcore einfach auf dieses ganze Prozessgeschicht gestoßen bin. Weil der hat im Prinzip zusammengefasst das gesagt, was ich mittlerweile auch selbst predige. Was willst du mit Legal Tech, wenn du nicht einmal weißt, was du tust? So in die Richtung, also wenn du deine Prozesse nicht kennst. Und das hat bei mir zu einem sehr großen Umdenken geführt. Und ich glaube, das war dann auch dieser fruchtbare Boden, wo dann auch die Ideen von der Katharina sehr gut aufgenommen wurden. Und das war eigentlich der Grund, warum sie das dann so auch verändert hat, irgendwie. Warum ich dann auch versucht habe, Dinge anzudenken, ja, mit keine Ahnung, Produkte und wie man was macht. Und ich habe dann, wie ich damals bei der OPP gearbeitet habe, habe ich dann auf einmal Flowcharts kennengelernt. Das war dann auch super, habe ich Flowcharts basteln da. Es hat einfach alles irgendwie zusammengepasst. Ich habe übrigens nebenbei kurz auf was dem, wo man halt nachschaut, weil man sich nicht sicher war, wann was ist, auf Facebook nachgeschaut, dass wir seit September 2018 befreundet sind. Also es muss ja die 2019 das Rechtsinformatik-Symposium gewesen sein. So, jetzt haben wir das geklärt. Also 5 Jahre, na bitte, gar schon. Nicht schlecht, hä? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das stimmt. Ich irgendwie glaubt, dass ich die relativ schnell nach meiner Selbstständigkeit, die eben 2016 erfolgt ist, kennengelernt habe, aber das war dann schon eine Zeit, ja. Das war schon eine Zeit, ich habe schon gedacht, hey, bist du deppert, das ist voll cool, und dass der schon was gemacht hat. Und Dann hast du mich kennengelernt. Und hast du gedacht, ah ja, okay. Naja. na, aber ich glaube, Nein, ich weiß eh. ich sag das öfter, und das sage ich jetzt auch wieder, und deswegen, das ist ja der Grund, warum ich diese Folgen jetzt machen wollte, ist, dass wenn es jetzt nicht für so Leute gewesen wäre wie die und zum Beispiel Patrick Heinz und so weiter, hätte ich jetzt nicht gewusst, wie das gehen kann mit dem selbstständig machen, mit der eigenen Kanzlei und so weiter. Whistleblowing. Ja, weil ich einfach, gut, das werden wir dann schon in einer anderen Folge besprechen, aber wie gesagt, für mich war das einfach wichtig, das zu sehen und ein bisschen kennenzulernen, hey, wie macht ihr das? Und du von Anfang an immer sehr, sehr großzügig mit deiner Zeit und deinem Wissen warst, Danke, bist. danke, danke. Vielleicht hörst du einfach gern selber reden, keine Ahnung. Ja, das auch. Nein, das Es auch. Das auch. ist definitiv zu meinem Vorteil, weil ich mittlerweile ja weiß, wann ich aus zu Zone out und wann ich wieder zuhören muss. Das lernt man nach 5 Jahren. Aber ja, ich glaube, die Frage jetzt ist, so spoilermäßig, wo geht die Reise hin? Gibt es etwas, worüber du schon reden kannst, was dich persönlich betrifft? Über die Neuentwicklungen werden wir ja in der Jahresendfolge quatschen. Das stimmt, das stimmt. Vielleicht noch ganz kurz was anderes, weil du gesagt hast, dass ich immer so großzügig mit meinem Wissen bin und der Weitergabe. Zuerst einmal danke, ja. Und da möchte ich dir ernsthaft zu sagen, mir hat das immer wahnsinnig gestört, dass das also in der Juristerei oft so geizig zugeht. Also quasi jeder seine eigenen Freunde schützt. Und das ist ein Vorteil, wenn man Strafrechtler ist, weil der Kollege Mahat, den ich einfach immer anrufen kann, wenn ich was brauche, der hat einmal gesagt: Schau, es ist eh genug für alle da. Also genug Verbrechen, hat er gemeint. Und darum ist es auch wurscht, wenn ich dir was sage, weil wir haben eh beide genug Geschäft. Ja. Und das hat mit mir auch so irgendwie, es hat mit mir geschwungen und so versuche ich es einfach zum Halten. Ja. Weil ich einfach immer versuche, wenn wer ja, anruft. Und ich hab dich gehabt, das junge Kollegin, aber ich habe auch andere junge Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach melden. Und das finde ich lässig, wenn ich denen was sagen kann. Und vielleicht so mein Beitrag ein bisschen weit zu leisten, dass einfach die Juristerei weiterentwickelt, so wie ich mir das vorstelle. Und alle anderen hast du dann in die Freiheit entlassen und mich bist nicht los geworden, oder wie?
Sozusagen, ja. Okay. Na, zurzeit habe ich tatsächlich zwei, drei Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich regelmäßig Kontakt habe, die jetzt quasi in der Zeit, also der eine hat jetzt gerade aufgesperrt und die zwei anderen sind jetzt nur ein bisschen jünger sozusagen wie ich, also nicht so dienstalt, dienstjünger. Und das ist auch interessant, aber gleichzeitig hole ich mir von denen auch immer Input. Das ist recht cool eigentlich. Also das taugt mir recht, muss ich Das sagen. heißt, irgendwie voll das subtile Mentorship-Programm hast du am Laufen. Naja, Mentorship, ja. Es hat irgendwer sogar letztens einmal gesagt, ja, ich bin da der Mentor, das weiß nicht, so fühle ich mich gar nicht, sondern es ist ja für mich interessant, wie jetzt Leute, die jetzt trotzdem jetzt in einer anderen Zeit aufgewachsen sind, jetzt auch noch nicht ganz, weil das sind ein paar Jahre, aber trotzdem, wie andere Leute Sachen sehen. Und es ist immer gut, wenn du einfach ein Netzwerk hast von Gleichgesinnten, auf denen du zurückgreifen kannst. Also es bringt ja mir auch was. Also jetzt, dass das nur so einseitig war, sehe ich gar nicht, muss ich Ja. ganz ehrlich sagen. Ja, du hast gesagt. Wo geht die Reise hin? Gibt es etwas, worüber du reden kannst, was dir persönlich, was so die großen Pläne sind? Ja, tatsächlich, es ist ja jetzt, ist ja November und für mich bedeutet das Jahresende, also immer diese Zeit kurz vor Weihnachten bis kurz nach Silvester, also so, sage ich mal, vom 20.12. bis zum 6.1. ist ja immer relativ wenig los. Und ich habe irgendwie angewohnt, dass ich da so versuche, eine Jahreszäsur zu machen. Also nicht nur, dass ich die ganzen Jahresmeetings unterkrieg, also was ich jetzt, wir, du und die Katharina, wir machen zum Beispiel Nerds of Law, machen wir immer ein Jahresmeeting eigentlich, wo man halt dann eh. Also known as Michaels Ausrede, um sehr viel Sticky Toffee-Pudding zu essen. Ja, ganz genau, Sticky Toffee Pudding, it's a thing, it's good, ja. Und wo man dann auch meistens, glaube ich, diese Jahresendfolge machen oder so in diesem Genau. Bereich. Und ich versuche einfach da für 2024 Ziele zu definieren für meine Kanzlei, zu schauen, möchte ich mich irgendwie anders ausrichten, wie schaut es aus. Zurzeit ist es so, dass ich glaube, ich habe das Wort schon tausendmal benutzt, mich nach wie vor im Rebranding-Prozess befinde, Schon weil Weile, einfach, oder? schon eine Weile, ja, schon ziemlich lang, weil ich irgendwie nicht fertig werde damit oder immer, wenn ich Zeit habe, dann das nicht tue. Um auch diese halbe Stunde jetzt am Tag, um mich da ein bisschen mehr dazu zu fokussieren. Also einerseits das zu machen, dann sehr überlegen, also was bei mir zurzeit ein ganz ein großes Thema ist, das war unter anderem durch die Folge mit der Elani Maas, die wir letztens gehabt haben, Death to the Billable Hour sozusagen. Also wirklich, wie kann ich mit dem Stundensatz irgendwie abfahren? Welche Möglichkeiten gibt es da? Ist nicht nur, weil die Katharina lang genug mit verschiedenen Gästen da versucht hat, mich zu überzeugen, sondern auch deswegen, weil finde ich jetzt als jemand, der primär Privatkunden betreut, hat diese Auswirkung der allgemeinen Teuerung trotzdem auch sehr klar gespürt. Also die Frage von, wie viel kostet es denn dann am Ende, das ist was, die wird mir mittlerweile sehr oft gestellt. Und das ist was, wo man auf jeden Fall Bezug nehmen muss. Dann möchte ich meine Produkte, also ich habe dieses Produkt der Erstberatung, was sehr gut funktioniert, was auch klar strukturiert ist. Also da finde ich einen schönen Prozessor, inklusive Nachbereitung und so weiter. Das möchte ich einfach erweitern, beziehungsweise was da ist, ist es, dass es kommt, jetzt habe ich erst gestern erfahren, mit März 2024 kommt ja ein neues Gesetz in Deutschland. Das CanG, das Cannabis-Gesetz. Und da geht es darum, dass sag ich mal, von Cannabis eine gewisse Teillegalisierung stattfinden soll, inklusive Möglichkeit von Abgabe. Jetzt würde man sich fragen, what the hell redet er da als österreichischer Rechtsanwalt? Die Geschichte ist nur das, dass die österreichischen Behörden schon angekündigt haben, wir warten auf der Grenze von den Leuten, die rumfahren. Und entweder sie sind da und fahren quasi. Ja, untersucht Mitteleinfluss, dann Führerschein weg oder wir finden was bei einer, dann Strafrecht. Und in diese Richtung, Beratungsrichtung, glaube ich, kann man mit einem entsprechenden Produkt, da habe ich schon ein paar Ideen, einfach gut gehen, sage ich jetzt einmal. Also Intensivierung von Produkten, weitgehende Abschaffung des Stundensatzes, natürlich immer Möglichkeiten, wie kann man in der Kanzlei nur sinnvoller, nur besser, nur gestreamter arbeiten, nur gestreamlineter arbeiten. Und was auch noch ist, dass ich jetzt
mit dieser Woche, genau, diese Woche ist der erste Termin, meine Ausbildung zum Mediator beginnen werde. Wie cool ist das? Ja, das ist der Kollege Bonelli hat nämlich die Ausbildung zum Mediator gemacht, ist jetzt Mediator, taugt ihm voll und jetzt hat er quasi einen eigenen Ausbildungs-, das Institut für Mediation gemacht, also eigenes, und der bietet jetzt selber einen Kurs an, der teilweise natürlich auch online ist. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich Mediator werden möchte, sondern einfach diese Kommunikations- und Fragetechniken, die er hat, wo er sagt, die sind schon 101, die möchte ich versuchen, im Strafrecht einfach umzulegen. Also das ist so meine Pläne in cool. Richtung 2024. Ja. Also die schon spruchreif sind. Die schon spruchreif sind. Also wie gesagt, Mediationsausbildung, die ist sozusagen in trockenen Tüchern, also die muss noch mal begonnen werden. Die Geschichte mit Cannabisgesetz oder generell Beratungsprodukte in Richtung Führerschein, da sind wir zurzeit auch kanzleiintern am Entwerfen. Und ja, alles andere wird sozusagen, kommt. Über alles andere reden wir dann, wenn wir... Über alles andere reden wir dann. Nein, ich meine das jetzt nicht Nollbezogen oder Netzbeweisbezogen oder Lawbusters-bezogen, sondern ich meine das jetzt wirklich also Kanzlei Lanzinger-bezogen. Genau. Da, das erzähle ich dann gern, wenn es mal da ist. Ja. Na dann wird's Zeit für die letzte Frage. Jo, ich bin gespannt. Kirk oder Picard? Wow, das ist ein tough one, ja. Schau, Picard, muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Ja? Erstens einmal, weil ich finde, dass der Picard einfach durch die Jahre jetzt, und das hat man jetzt in der neuen Serie gesehen, sehr gut gealtert ist. Er ist nicht gealtert. Ja, stimmt. Auch. Nein, der Charakter gut gealtert. Und ich finde Patrick Stewart einfach einen unglaublich lustigen Menschen. Also wenn man sich den in Interviews zuhört, das ist ein Wahnsinn. Und ja, also natürlich, Original Series und Kirk wird immer ganz einen besonderen Platz in meinem Herzen haben. Nur das Thema ist das, dass ich finde, dass der Picard durchgängiger ist, weil das ist trotzdem zurzeit nur ein Schauspieler. Wir haben jetzt beim Kirk mittlerweile, glaube ich, drei Interpretationen, die alle gut sind. Da muss man nichts sagen, aber trotzdem. Also Picard hat für mich mehr Tiefe irgendwie, das ist so, ja, also überhaupt Next Generation, das ist so meine Sache irgendwie, also das taugt mir irgendwie, also ja, Picard in dem Fall. Na sehr gut, Michael, vielen Dank und... Danke, dass ich hier sein durfte, ja, das schauen wir mal. Vielleicht wieder. Werden wir schauen, wie es rennt. Nein, aber was unsere Hörerinnen und Hörer noch zu erwarten haben, wir haben ein paar Dinge noch geplant. Es wird natürlich die gleiche Folge auch andersrum nochmal geben. Aber andersrum, weil rückwärts abgespült oder weil ich die interviewe? Wir wissen es noch nicht. Ja. Okay. Es wird eine Überraschung. Nein, natürlich wird es auch wieder eine sozusagen eine Jahresendfolge geben und wir werden auch wieder zusammensitzen und überlegen, was wir nächstes Jahr machen. Wir hatten einiges an Plänen für dieses Jahr, die ein paar ins nächste Jahr gerutscht sind. Und genau, da werden wir drüber reden. Jo, dann danke auf jeden Fall. Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.